So, also ich weiß nicht, was hier jetzt los war, aber irgendwie ist mir das Video abgebrochen. Hier an der Stelle mache ich jetzt auch weiter, wo es abgebrochen war. Ich schicke euch das andere trotzdem hoch, weil es ja sehr schade drum. Ich habe ja das eingegossen gerade. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ist plötzlich ausgegangen. Ich trinke jetzt das mal auf euer Wohl. Schön samtig mild, das merkst du sofort. Auch fruchtig. Es hat tatsächlich was. Fast was wie von einem Radler. Also man könnte meinen, weil es halt auch. Oh, also sehr. Trotzdem sehr intensiv. Es ist ein sehr angenehmes Bier. Bevor mein Laden hier wieder zusammenkracht. Also ich sehe schon, das ist Schicksal. Ich muss doch wieder Videos draußen machen. Aber das andere wenigstens kurz mal noch zeigen. Das ist das German Pale Ale. Hier Foundation 11 heißt es. Ich weiß nicht, warum sie es so genannt haben. Aber es heißt auf jeden Fall Foundation 11. Ist ein German Pale Ale. Und hat 5,6%. Also auch eher, bewegen wir uns eher im Pilz oder Hefeweizen. Niveau, jetzt alkoholtechnisch, also nicht besonders stark, aber jetzt trinke ich erstes Mal. Das ist so süffig, Wahnsinn. Aber es wird zu schade, um das wegzuziehen. Ich mache jetzt lieber das andere erstmal auf und mache es euch dann im direkten Vergleich. Also German Pale Ale. Gegen das Session, weil es ja diese Gegen ist, dumm gesagt. Ne? Ich lasse es ja eigentlich nicht gegeneinander antreten. Ich will halt nur beide versuchen und sagen, was jetzt meiner Meinung nach das Bessere ist. Ob es überhaupt schmeckt. Das sehen wir jetzt. Auf euer Wohl. Flavian alias Cookie 23 noch versprochenermaßen einen lieben Gruß raushauen. Schulz, nie zu wenig trinken. Das ist schon etwas würziger und ja, so erdiger hat man das Gefühl. Aber doch, wenn ich jetzt einen direkten Vergleich mit dem Schwächeren aufnehme, das ist wesentlich fruchtiger. Ja, das ist wesentlich erdiger. Das hängt natürlich auch immer von der Tagesform drauf ab, worauf man gerade Bock hat, was man da lieber haben will. Also sie sind beide aber gut. Ich werde jetzt noch ein Video anschließend direkt machen. Das lade ich dann vielleicht aber morgen hoch. Dann mache ich mir morgen, gönne ich mir morgen mal einen Tag Pause. Ne? Ja, das ist ja gescheiter für mich, wenn ich jetzt sowieso schon drin sitzen würde, dass ihr euch wundert. Ne? Ich mache jetzt dann gleich zwei. Also das werden jetzt sowieso wieder zwei, weil der Anfang ja weg ist. Ich weiß nicht, warum es ausgegangen ist. Die kommen hoch und das andere lade ich dann erst morgen hoch, weil ja, weil morgen werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben. Und es ist ja eh schöner so, wenn ihr da irgendwie jeden Tag ein bisschen was bekommt, anstatt dass ich dann wieder an einem Tag vier hochlade und dann wieder 4 Tage gar nichts, weil ich vielleicht am Wochenende selber keine Zeit habe. Da habt ihr dann, wenn ihr Zeit habt, immer könnt ihr das angucken, ganz in Ruhe. Das ist dann keine Hektik und kein Stress. Ja, haben alle dann mehr davon. Jo. Ich müsste mich auffallen bei den Aufrufen, dass die Leute am Wochenende sowieso mehr Zeit haben. Also brauche ich unter der Woche hier 5 Videos raushauen. Machen wir das lieber gechillt. Ich kündige gleich mal was Königliches an. Das wird richtig cool. Mehr sage ich jetzt aber noch nicht. Aber das nächste, was auf das folgt, dann. Nee. Das. Ja, nee, das, was auf das folgt, wird nochmal das Normale. Weil ich nicht sicher bin, ob ich das schon gemacht habe. Doch, ja. Das. Deute ich nur kurz an, also da werde ich mal ein Gläschen trinken, das Grevensteiner von Veltins. Ich bin selber jetzt so durcheinander, ich habe so eine Überfüllung an Bieren, dass ich nicht einmal mehr weiß, ob ich das schon gemacht habe. Sicherheitshalber teste ich es dann nochmal an für euch. Aber das Hauptding wird ein königliches Bier. Nächstes, also das, was auf die beiden Crew Republics jetzt folgt. Denn wir müssen ja auch die Abwechslung immer warm. Ne? Wow. Leute, mir ist heiß. Das ist brutal. Ne? Das Wohnzimmer ist natürlich auch zu heiß. Ich habe jetzt so eine schöne
eiskalte Wechseldusche gemacht. Kann ich jedem übrigens nur empfehlen, sehr gesund. Jetzt in kalten Tagen. Und ich werde dann trotzdem natürlich auch wieder ein Draußen-Video machen. Also das übernächste dann. Aber das nächste, das Königliche, seht ihr auf jeden Fall noch von hier, also vom Wohnzimmer. Und im Frühjahr werde ich euch dann hier blitzblanke Vorhänge präsentieren. Nach dem Frühjahrsputz. So. Ansonsten geht es wieder auf den Balkon. So. Jetzt wünsche ich erstmal allen eine gute Nacht und ja, gute weitere Woche. Jetzt ist ja erst Dienstag. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber das kriegen wir hin. Wie gesagt, wer Lust hat, ist eher fruchtig und leicht zu haben. Ist ein klassisches Sommerbier, würde ich sagen. Ist ein klassisches Sommerbier. Trotzdem sehr hopfig. Galaxy und Chinook werden hier genommen. Und bei dem etwas erdigeren, dem German, bei dem das Foundation 11 heißt, Citra, Kaskade und Tradition und Mosaik. Das sind vier verschiedene sogar drin. Also die geben sich wirklich Mühe, die Jungs, da kann man wirklich nichts sagen. Die kann man ruhig supporten. Ihr könnt euch so eine Kiste bestellen, wenn ihr Bock habt, weil das, also da könnt ihr nichts verkehrt machen. Das ist wirklich, ja. Also ich bin bis jetzt wirklich hochauf begeistert. Schulz. Und wir sehen uns. Ich mache es jetzt zwar gleich, aber ihr seht es dann erst einen Tag später. Königlich. Unbedingt dranbleiben. Es wird spannend. Also, gute Nacht. Willst du auch noch gute Nacht sagen? Sag tschüss. Da guck mal, da sind deine Fans. Da. Alles deine Fans. Alle nur für dich. Ja. Ja? So, macht's gut, bis bald. Tschüss, euer Dave.